Hallo und herzlich willkommen zurück zu After Humans. Wir sind hier bei der Zentrale und ich habe einen großen Fehler gemacht. Also einen Fehler habe ich noch nicht gemacht, aber. Also zuerst mal gehen wir schlafen. Prio 1. Prio 2, wir gucken noch mal. Wir gucken nochmal, also einmal ins Lager. Weil, was haben wir denn dabei? Was können wir denn ein bisschen zurücklassen? Ein bisschen Müßkraftzeug. Also, pass auf, was haben wir denn hier? Das ist Towncraft. Da oben haben wir Müßkraft. Naja, da oben haben wir Müßkraft. Da haben wir jetzt sogar Tischle, da haben wir jetzt sogar die. Das ist schön. Da haben wir auch etwas. Die legen wir bitte nicht dahin. So, hier haben wir ein paar Seiden. Dann haben wir hier Tintenampullen. Die hätte ich hier da lassen können. Jetzt muss es sich wiederholen. Das räumen wir woanders auf hier. Nicht verbundene Verbindungsbücher. Also das brauchen wir vielleicht dann doch da. Schauen wir mal. Also nicht verbundene Verbindungsbücher. Da haben wir hier welche. Ein bisschen Burlap können wir aufräumen, Papier können wir aufräumen. Und das Erz schmelzt mal gleich ein. Also, Glas. Ein bisschen Börgelept. Ein bisschen Tinte, weil. Schauen wir mal. Und ein bisschen Papier. Das ist eine gute Frage, wo ist das Papier hin? Hier hin, weil drüber kommt das Zuckerrohr. Dann machen wir es anders. Dann machen wir die Tintensäcke. Dann machen wir die Tintensäcke dahin. Das Papier nehmen. Eigentlich passt das schon. Papier unten hin. Das da vielleicht. Oben hin und da dann das Zuckerrohr. Wo mein Zuckerrohr? Hier. Zack. Dann gehen wir mal ganz kurz abkurbeln. Zack und zack. Das Coole ist, das machen wir so rum. Dann haben wir gleich ein bisschen XP bekommen. Auch ganz nett. Das hier mag nicht so richtig, ne? Gut, hab's mich, merk's mir. Ach, das ist immer noch manuell auf. Einfach weil ich gut drauf zulaufen kann, wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir noch einmal. Einmal müssen wir noch runter zur Schmiede. Oder möchte ich noch runter zur Schmiede? Das ist nämlich, okay, das ist leer. Da haben wir jetzt 10. Dann haben wir hier. Ja, das kann man eigentlich anlassen. Das Einzige ist, das müssen wir ausmachen, weil wir haben auch hier wieder unser beliebtes, allseits beliebtes Problem, dass man nicht so leicht aus die Welt schaffen kann. So, dann warten wir jetzt mal kurz, bis er hat. Dann schiebe ich den Rest hier rein und dann gehen wir los. Auf in eine neue Welt. Wir müssen dann aber. Zack, einmal kurz ausleeren. Deshalb habe ich immer die Level. Einfach mal kurz übers Gitter stellen und schwupp. Das ist einfach nur ganz toll. Holla, die Waldfee. Wir müssen an der Zentrale uns gleich noch kurz neu einloggen. Das geht so gar nicht. So, geschmolzen ist Zinn. Zinn. Boah, Zinn. Viel Spaß, Zinn. So. Ja, hier könnte es ein bisschen gemütlicher werden, aber. Könnte es wirklich.
Ich weiß zwar nicht mal, was ich im Haus führe. Gucken wir mal, was wir brauchen. Das haben wir gedacht. Habe ich mir fast schon gedacht. Zack und zack und zack und zack. Kuscheliger kleiner Raum. Oh Gott, was ist denn hier leckig? Wir müssen unbedingt hier weg. Gott sei Dank, weil den müssen wir wegpacken. Das dahin. Dann die Fackeln dahin. Jetzt gehen wir zur Zentrale. Beziehungsweise. Oh, jetzt hört es ruckeln auf. Das heißt, unten der Kies ist nur, der Kies ist, ja. So. Ich trenne kurz die Verbindung. Ich möchte eigentlich auch noch was anderes zeigen. Ein Colormatic Einzelspieler. Machen wir jetzt mal kurz in der Kopie. Ehe ich mich jetzt nochmal in die Multiplayer-Welt wage. Weil... Ich würde euch gerne nämlich was zeigen, und zwar dieses Briefsystem, das wir eingeführt haben und eben ein bisschen ausbauen wollen. Wofür ich ja jetzt eben auch die Rohstoffe ein bisschen brauche und einschmier und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt was getestet und es ist eben diese Mod, wo ich gemeint habe, Forestry. Da habe ich vor 3 Parts mal erwähnt. Ja, wir stehen schon richtig. Warum habe ich jetzt hier auf einmal mehr FPS als... Das geht doch gar nicht. Okay, egal. Folgendes. Und das da, wenn man da jetzt ein bisschen reinschaut auch, das hier ist ein Briefkasten. Ein Briefkasten, den man sich hinstellen kann, zu Hause, man kann sich ein paar hinstellen, ist egal. Das ist ein Briefkasten, mit dem man quasi auf seine Briefe zugreifen kann. Wenn es mehr gibt, dann kann man von überall drauf zugreifen, egal. Ja, hier kann man quasi ganze Briefe reinlegen zum Senden, beziehungsweise man bekommt sie auch wieder. Man kann auch einstellen, ob dieser Briefkasten nur von dir oder ich weiß nicht, was das hier eingeschränkt bedeutet, dass andere sehen können, was da ist, oder nur Admins sehen können, was da ist. Und verschlossen, also ich finde, verschlossen klingt gut. Keiner soll deine Briefe sehen können. Besitzer Pilz ist 64. Das heißt, ich, das ist jetzt mein Briefkasten. Ich habe den Block dahin geflanscht, mein Briefkasten, fertig. Ja, und das ist hier der Punkt, man kann nicht einfach Briefe schicken, man braucht natürlich zum Briefe schicken auch was braucht man? Ja, man braucht halt, ganz einfach. Ja. Gut. Briefmarken. Was braucht man? Briefmarken. Briefkasten hätten wir da. Die gibt's, ich meine, hier hat man mal N die Währung genommen. Da gibt's 1, 2, 5 und 10 N. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was es da so alles gibt. Aber ein paar N. Also wenn ich jetzt mal kurz guck hier unter Briefmarken. Ja, genau, da haben wir ganz normalen Briefmarken. Die kann man machen mit Apatit. Und das ist wohl ein Erz, das man sehr leicht finden kann. Ich hab's noch nicht gefunden. Dann geformte Herstellung. Ja, genau. Dann hat man hier Briefmarken. Da braucht man jetzt Kupfer. Ich würde damit da ran. Ja, das ist jetzt schwierig. Also es ist nur noch zur Info, Apatit gibt es durch, gibt es durch diese Forestry Mod erst. Das heißt, das müssen wir erst noch finden. Briefmarken, ja, es gibt auch 50 N. Ich weiß noch nicht, warum man so viel N braucht. Weil das Maximale, was man braucht, sind eigentlich 5 N. Aber gut, nee, wobei eigentlich nicht. Egal, ich demonstriere das jetzt ganz kurz. Das vergessen wir mal eigentlich nicht. Ja, man kann auf jeden Fall jetzt quasi hergehen und sagen, jo, und das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich mache mir mal einen Brief.
den mit rechts einfach, zack, da haben wir einen Brief. Dann schreibt man jedem hin, wohin der geht. Da haben wir schon hier keinen Empfänger, keinen Briefmarken. Ich könnte jetzt mich hinschreiben, das ist jetzt aber auch egal. Hier hat man Platz für 4 Briefmarken, je nachdem, was man für Briefmarken braucht. Eine braucht man auf jeden Fall, also ein 1 braucht man auf jeden Fall. Und je nachdem, wie viel hier Items man anhängt, quasi, jetzt bräuchte ich 2. Also jetzt bräuchte ich nochmal 2N insgesamt. Wenn ich jetzt hier noch Erde drauf habe, brauche ich 3N. Wenn ich den Sunstacks teile, brauche ich 4N. Also lieber stacken. Und stacken ging früher wohl nicht. Ich weiß es nicht. Das ist die eine Möglichkeit. So kann ich an anderen Spieler quasi eine Nachricht senden. Gibt es aber auch die Möglichkeit. Das machen wir mal ganz kurz hier. Ich habe hier auch die 2Ns, ne? Die 10Ns. Uiuiui. 1, 2. So, dann haben wir 2. Ich habe jetzt aber auch die Möglichkeit, an eine Handelsstation was zu schicken. Quasi eine Online-Bestellung aufzugeben. Wie bei Amazon was zu bestellen. Es geht. Ich mache hier mal Station 1. Ich habe hier nicht mal Leerzeichen drin, weil erst habe ich gedacht, es geht nicht, aber es geht. Und die sagt, hui, bitte sende mir. Also ich sage quasi, bitte sende mir hier solche IP-Setzlinge, was auch immer das ist. Und ich gebe dir hier ein Goldbarren. Ich will aber ein paar mehr Setzlinge, 16, also gebe ich 3 Goldbarren. Musecraft Profiling beende, was? Ja, bitteschön. So. Ich gehe jetzt aber hier mal kurz raus. Auch kurz als Tipp, wenn man nicht weiß, wie jetzt eine Station heißt. Also ich, ist jetzt egal, ich schreibe jetzt mir hier irgendwas rein, das kennt er sich. Kann man auch hergehen und dann kann man sich so einen Katalog craften. Ne? Also einen Katalog, ich weiß gar nicht wie, aber man kann den sich craften. Über diesen Katalog kann man hier schauen. Was für, ja, alle? Ach ja, kann man schauen, was die Station da, also welche Station es gibt und was sie anbieten. Ich habe hier nur Station 1, da gibt es nicht viel. Die gehört Pilzinsel 64 und möchte 4 solche Dinger führen, Goldbahnhandel. Handel verfügbar, wenn beispielsweise jetzt keine Items mehr da wären, würde es heißen, yo. Nichts mehr auf Lager oder so, das ist eigentlich ganz genial. Und ich kann auch sagen, benutzt das. Das heißt, wenn ich jetzt in den Brief gehe, hat er tatsächlich gleich den richtigen Namen hier drin. Und ich kann hier, genau, den Brief habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe 2 Briefmarken, wenn ich eine wegnehmen würde, sagt er, Briefmarke benötigt. Weil ich habe ja hier was angeheftet, so. Ich gebe 3 Goldbarren und hätte dafür dann insgesamt 16, glaube ich, nee, 12. Wenn ich 16 wollen würde, müsste ich das 4 machen. 4. So. Station 1. Der Brief ist fertig, den kann ich jetzt bei meinem Briefkasten einfach einschmeißen. So. Und das war's auch eigentlich schon. Mehr ist es eigentlich schon gar nicht. Ich sehe jetzt oben links in der Ecke, also da, dass ich habe 0 private Briefe, aber dafür habe ich 2 Briefe von der Station bekommen. Wenn ich jetzt mal kurz nachschaue, ich habe 2 Briefe, warum auch immer. Ich habe 2 Briefe. Der eine Brief besagt, es wurden 4 Aufträge von Pilzinsel 64 ausgeführt. Das ist schön. Und am zweiten Brief habe ich meinen Anhang. Das hätte man auch zusammenschreiben können. Ich weiß auch nicht. Dann hätte ich meine 16 Zeppelins. Eigentlich ganz cool. Ich habe auch mal probiert, ob das Ganze recht Infinity geht. Also ob das auch hier mit den Dingern geht, weil dann kann man sich mit den Drawern recht Infinity machen. Wenn man das möchte. Zack und zack. So, die Briefe brauche ich nicht mehr. Ja, euch lasse ich mal da. Hier, wenn ich da jetzt reicht. Das ist die Handelsstation. Der Name der Station, den muss man beim ersten Mal auch eingeben. Hier die ganzen Briefmarken, die jetzt. Also es ist nämlich so. Die Station schickt ja im Endeffekt, wenn sie eine Bestellung bekommt, auch wieder was raus. Dafür braucht sie Papier für Briefe und, naja, Briefmarken für die Briefe. Ja, und dann ist es so, man kann hier einstellen, was sie braucht, was sie empfangen soll. Kann auch sein, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte das da haben, 2 Goldbahnen und eine Erde, das geht auch. Für 4 solche Setzlinge. Hier
tut man deinen ganzen Vorrat rein, den man verschicken können möchte. Den kann man ja anbinden über so einen Drawer. Das mache ich ja ganz praktisch. Ne? Dann hat man hier quasi Platz für den Drawer. Passt. Kann halt immer nachgeschickt werden. Im schlimmsten Falle, wenn dann zu schnell das Ganze passiert, kann es dann, sein, dass der, bis das dann nachgelegt worden ist, mal ganz kurzzeitig nicht verfügbar ist, aber egal. Und der ganze Mist, den kann man auch abtrichtern. Und das ist eben, was ich hier probieren wollte. Das ist eigentlich eine einfache Handelsstation und ich habe versucht, das alles ums Endliche zu treiben. Dann habe ich hier nämlich meine Goldbarren. So, jetzt ist es ja so. Die Briefmarken sind teuer. Es ist jetzt möglich, die Briefmarken über einen, leider Gottes nicht, craftable Block, den würde man beispielsweise bei uns in Zentrale hinhocken, das habe ich vor, abzusammeln. Man kann das auch machen, indem man hier dann hergeht und sagt, jo, die ist jetzt nur für die und die Briefmarke, dann bitte nur die BB-Briefmarke, bitte geht immer gerne. Aber da muss man, das kann man dann schauen, wie... Muss mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, habe ich eigentlich das Prinzip gezeigt. Also hier werden die ganzen Briefmarken recycelt, die hier überall im System abhanden gehen. Also ja. Und dieses Postsystem, dass man sich eben gegenseitig was schicken kann, wollen wir eben auch einführen. Und das Handeln macht bei mehr Spielern tatsächlich recht Sinn. Das ist eigentlich ganz witzig. Wenn man quasi was hat oder was craften kann, was andere nicht haben und andere dafür was, dann kann man halt schauen, ja, bezahlen wir halt damit oder so und ja, würde ich sagen, genug gezeigt. Jetzt springen wir, machen wir mal kurz einen Weltenspringer. Bin gerade heiß drauf. Ja, warte mal noch ganz kurz. Was ist mit den FPS hier los? Apropos FPS. Ich wusste, ich vergesse es. Ich kann das jetzt aber wahrscheinlich nicht umstellen in OBS, oder? Hier allgemein Video, Ausgabe, Video, 30 FPS. Kann ich nicht umstellen? Leider nein. Drum würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir sehen uns einfach mal im kürzeren Part. Darf auch sein. Bis dahin. Ciao, ciao.